Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir machen heute weiter mit Dead Space 3. Wir haben in der letzten Folge das Tutorial kurz angespielt, wo wir ja 200 Jahre in der Vergangenheit den einen kleinen Soldaten dort gespielt hatten, der dann leider von seinem Vorgesetzten, sagen wir mal, fachmännisch liquidiert wurde und sind danach 200 Jahre später jetzt hier bei Isaac aufgetaucht oder aufgewacht, besser gesagt, und steuern ihn jetzt. Es ist tatsächlich so, dass die Unis, die Unitologists, scheinbar versuchen, die Macht zu ergreifen und hier wirklich, sagen wir mal, mittlerweile scheinbar einen Bürgerkrieg aufgerufen haben. Und ihr seht im Hintergrund schon den Marker. Der Anführer der Unitologists, zumindest hier auf dem Standort, wo wir jetzt gerade sind, hat den aktiviert und hat scheinbar die Konvergenz hervorgerufen. Ja, und dadurch werden jetzt alle Toten scheinbar wieder zu Necromorphs. Zumindest ist das jetzt erstmal der aktuelle Punkt. Wir schnacken gar nicht lange, wir gehen wieder rein, wir machen immer so eine halbe Stunde und schauen dann, dass wir den automatischen Speicherstand danach finden und genau, machen dann die Folge vorbei und gehen in die nächste rein sozusagen. Gut, wir sind hier angekommen, nachdem wir uns gerade so retten konnten, vor dem Anführer, der uns eigentlich erschießen wollte und ja, jetzt sind wir hier. Ja, da wurden wir runtergestoßen, beziehungsweise haben wir uns selber runtergestoßen, mehr oder weniger. Frage, zerstören die jetzt hier? Vielleicht mal durchheilen. Zerstören die jetzt hier die Glaswände? Nein, das müssen wahrscheinlich wir tun. Die sehen aber noch nicht wirklich aus wie Necromorphs. Also es scheint eine andere Variante zu sein. Seht ihr das? Eigentlich hatten die ja immer so eine Extremitäten, die dann halt auch wirklich in Richtung Nahkampfwaffen aussahen. Ja, aber das ist jetzt hier scheinbar nicht der Fall. Oder aber es kommt halt noch. Werden wir sehen. Gut, ich denke, wir müssen die beiden Jungs hier erstmal fachmännisch... Okay. Das ist crazy. Warum? Reicht es nicht, wenn wir ihnen den Kopf und die Arme wegschießen? Das war eigentlich sonst immer der Fall gewesen. Naja, gut, egal. Wir gucken uns weiter um. Müssen wir uns einfach nur dran gewöhnen, beziehungsweise eben halt dann hier in dem Fall einfach drauf einstellen. Aber es sieht schon ziemlich crazy aus. Hoppala. Sieht schon ziemlich crazy aus, dass die Biester jetzt momentan keine... Ach doch, da ist er schon. Bisher muss ich sagen, ist es von der Muni her ziemlich krass. So, wir haben auch wieder unser Kinetik-Modul, das ist sehr gut. Medipack eingesammelt. So, was erwartet uns hier? Scheinbar nicht wirklich viel. Gut, dann gehen wir hier mal rein, gucken uns mal ein bisschen um. Okay, sie haben es wieder im Hintergrund mit aufgenommen. Wenn wir viel stampfen, dann flucht Isaac im Hintergrund. Das haben sie im ersten Teil nicht gemacht, im zweiten Teil ja. Haben sie gut gemacht, muss ich sagen. Okay, wir wissen also, dass die aufstehen können. Das heißt, wir müssen sie wahrscheinlich dann anschießen. Ja, da ist er.
Ja, ich muss sagen, haben sie wirklich gut gemacht. Wir werden jetzt momentan natürlich mit Medikits zugeschissen. Das wird sich sicherlich irgendwann ändern. Ja, da hinten ist der Marker, der war ja so eingepackt in so einem Exoskelett sozusagen. Und das hat der Typ dann halt gesprengt und hat ihn freigelegt und scheinbar ihn auch aktiviert dadurch. Schade, dass wir die ganzen Medikits gerade nicht mitnehmen können. Das ist sehr, sehr bitter. Die Medikits werden wir definitiv irgendwann brauchen. Da bin ich mir sehr sicher. Können wir hier irgendwas machen? Nö. Sieht nicht danach aus. Okay, dann rein in den Fahrstuhl. Und dann gucken wir weiter. Isaac, sind Sie schon beim Rettungsteam? Alle tot. Derek war vor mir da. Scheiße. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Ich komme mit der Eudora. Die Washington Station ist nicht weit weg. Ich kann mit einem der Züge dort rausfahren. Guter Plan. Wir sehen uns dann auf den Schienen. Danik ist der Anführer der Unit, der im letzten Teil quasi uns beinahe aus dem Leben befördert hätte. Mitteilung an die Gläubigen. Als der schwarze Marker vor langer, langer Zeit auf der Erde entdeckt wurde, hielt die Regierung alle Nachweise über ihn vor uns geheim und als unser Prophet Michael Altman die Stimme gegen sie erhob, wurde er zum Schweigen gebracht. Erskoff setzt dieses Vermächtnis nun fort. Sie manipulieren die Marker, erstellen als Teil ihrer Geheimforschungsprogramme blasphemische Kopien. Sie haben unsere heilige Reliquie in eine Krankheit verwandelt. Aber die Natur hat Mittel und Wege, sich selbst zu korrigieren. Indem wir die Marker befreien, können wir diesen Kreislauf des Todes beenden und den Kreislauf der Wiedergeburt einleiten. Schließt euch mir an. Wenn wir uns unsere Zukunft zurückholen, jene Zukunft, die der Marker uns allen verspricht. Schließt euch mir an, wenn wir uns unsere Zukunft zurückholen. Genau. Jacob Arthur Danik. Das ist der Typ, der uns gerade eben bösartig behandelt hat. So, hier haben wir Munition. Mit viel Liebe gemacht, muss ich sagen, das Spiel. Haben sie wirklich schön designt. Oh, das war dumm. Aber gut, ist halt so. So, das heißt, wir haben jetzt gerade das erste Mal überhaupt auch eine ganz normale Standard-MG sozusagen in der Hand. Finde ich interessant. Ja, wir können gerade leider nichts tragen. Also es ist wirklich bitter. Aber wir haben so viel Munition und so viel... Alter, habe ich mich hascheckt. Okay, gut, den können wir auch nicht kaputt machen. Können wir... Hey, Munitionsclip, sinnvoll. Ah ja, okay, also wir haben wirklich enorm viel... enorm viel Medikits. Ich weiß nicht, ob wir gar nicht überhaupt so viel... Naja, kommt, aber scheiß drauf. Lieber viele... Okay, ja, wir können nichts mehr tragen.
Ja, das sind die Necros, die wir kennen und lieben. So, ich glaube, wir müssen jetzt mal ein paar Medikits ablegen. Wir haben zu viele Medikits im Inventar. Viel zu viele Medikits. Wir müssen gucken, ob wir die noch irgendwie im besten Fall vielleicht dann mal einsammeln können und in Safe legen können. Stasopacks. Ja. Nehmen wir lieber ein Stasopack noch mit. Nochmal Stasa. Also, sobald wir die Möglichkeit finden, einen Safe. Das ist neu. Das ist neu. Sobald wir einen Safe finden und die Möglichkeit haben, Dinge einzulegen oder einzulagern, besser gesagt, sammeln wir natürlich dann die Medipacks wieder auf. Wir können ja mal ein oder zwei mitnehmen. Erstmal sind wir munitionstechnisch relativ gut. Hier könnten wir doch auch noch die Munition kurz mitnehmen. Genau, hier war noch eine Munition, da war noch ein Medikit, das machen wir jetzt erstmal nicht. So, damit müssen wir voll sein. Ja, damit sind wir voll. Okay, ich versuche natürlich jetzt so wenig wie möglich Schaden zu bekommen. Grundprinzipiell in solchen Spielen sollte man das ja tun. Hoppala. Naja, so viel dazu, ne? Wir brauchen nicht so viele Medikits und so. Zwei haben wir gerade schon verbraucht. Ja, die Viecher sehen in jedem Fall sehr unangenehm aus. Ich will versuchen, so wenig wie möglich jetzt mit dem Plasma-Cutter zu schießen, weil da haben wir jetzt 110 Munition und scheinbar, weil ihr seht's ja, haben wir keine Munition, die den Plasma-Cutter in irgendeiner Weise, ja, sozusagen, die verbraucht ihn einfach nicht, ne? Oder ist es dieselbe Munition, die wir haben? Ich probier's mal mit dem Plasma-Cutter, wir werden ja sehen, was bei rumkommt. Okay, wir wurden... Wir haben gerade gespeichert. Okay. Ich hab's zur Station geschafft. Was ist mit Dennis, Männer? Ich habe sie in der Panik verloren. Dieser Ausbruch hat uns etwas Zeit verschaffen. Dann springen Sie auf einen Zug. Los! Nicht gut. Sieht aus, als wäre der Zug mit einem neuen Triebwagen ausgestattet worden. Und? Ich muss ihn wieder zusammensetzen. Ganz schnell. Dennis Shuttle sind nicht weit weg. Wir versuchen sie abzulenken. Beeilen Sie sich! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die Munitionsclips vielleicht sogar, müssen wir hier irgendwie was machen? Sieht nicht danach aus, ne? Ich würde wetten, dass hier jetzt gleich noch was ankommt. Das macht in jedem Fall super viel Lärm. In den hinteren Zug einsteigen. Okay, Norden. Der Zug ist wieder flott und kann.
kann durch das Südtor fahren. Er entgeht ihnen nicht. Was anderes bewegt sich nicht. Verstanden. Noch nicht. Schießen Sie auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich zur Abholung bereit, es wird brenzlig. Okay, war gerade so gut wie gar nicht zu verstehen. Haben sie wirklich gut gemacht, ja. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Okay, ich glaube, es gibt ein und dieselbe Munition für alle Waffen, die aber halt dann einfach nur... Einfach nur geil. Einfach nur geil gemacht, ja. Wer ist das? Mein Sohn. Süßer Junge, lassen Sie ihn zurück. Er ist tot. Der Neger hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Strengen Sie sich demnächst mehr an. Kommer, ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört. Okay, hier haben wir erstmal ein mittleres Medipack. Das ist natürlich immer gut. Das nehmen wir sehr gerne mit. Hier ist Muni. Müssen wir nochmal nachfüllen? Nee. Okay, wahrscheinlich ist es vorhin ein bisschen in der Action untergegangen. Also wir haben nur diese, was können wir hier hinpacken? Wissen wir noch nicht. Okay, wir haben hier nur diese Munitionsclip mit allen Waffen und Tools kompatible Munition. Maximale Stapelung im Inventar, 20 Clips. Und was mir vorhin aufgefallen ist, ist ja... Wir haben hier 320 Schuss, wir haben hier 160 Schuss. Das heißt, die Munitionsclips sind einfach nur in den unterschiedlichen Waffenklassen unterschiedlich viele Schuss wert. Genau. Punkt. So, hier können wir noch was abspielen. Wiedergabe aufgezeichneter Nachricht. Hey, ich bin gerade auf Patrouille. Fass dich kurz, ja? Er hat heute Geburtstag. Oh, Scheiße. Ist das Dad? Danke für das Geschenk, Dad. Wann kommst du heim? Bald schon. Okay. Hab dich lieb, Dad. Wer will Soldat spielen? Du schenkst ihm Soldaten. John, du bist sein Vorbild. Dann treib ihm diese Flausen besser aus, verstanden? Ich muss jetzt los. Liebe dich. Ja. Wir Männer können manchmal sehr hart sein.
Okay, also wir haben einfach keinen Inventarplatz momentan. Hier sind Duschen. Vor 13 Tagen haben Agent Eddie Langford und ihr Team einen blinden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der ihrer Meinung nach das Geheimnis wirkt, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Agent Ellie Langford, das klingt ja richtig cool. Ja, hier ist ein doppeltes, das werden wir mal austauschen. Natürlich nehmen wir lieber ein doppeltes Medipack mit. Was war das jetzt gerade? Irgendwas haben wir gerade einen IN-Wandler haben wir gerade eingesammelt. 15 Stück, okay. Das ist interessant. Hä? Ach, das sind Ressourcen. Ach ja, genau, da war ja was. Ich glaube, diese Ressourcen brauchen wir, um unsere Waffen zu verändern. Mit unterschiedlichen Dingen. Da sollen wir hin. Dann gucken wir uns natürlich erstmal hier um. Das sollte ja klar sein, ne? Wir sind jetzt quasi gerade im Hyperraum oder Hyperspace oder wie auch immer man es hier auf diesem Spiel bezeichnet. Na, hier ist noch Muni, die wir nicht einsammeln können. Hier ist noch ein Urskov-Artefakt. Das gucken wir uns an. So, Offizierslog. Captain Robert Norton. Clark machte es uns nicht einfach, ihn zu finden, und ich kann es ihm nicht mal verdenken. Seit er von der Titan Station geflüchtet ist, läuft er mit diesen Markergeheimnissen in seinem Kopf vor Urskov davon. Hätte Ellie uns nicht geholfen, hätten wir nicht gewusst, wo wir nach ihm suchen sollen. Wir haben heute Morgen Kurs auf die Lunarkolonie New Horizons gesetzt. Jetzt müssen wir ihn nur noch vor Danik finden. Ich hoffe für ihn, dass er es wert ist. Okay, cool. Frage, können wir hier einmal... Nee. Durchgeladen sind wir, alles fein. Irgendwas hatte ich gerade im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. War dann wahrscheinlich nicht so wichtig. D-Shock in 5, 4, 3, 2, 1. Was zum Henker ist das? Ein Mond. Wir müssen die Reste davon. Rosen, ich seh's! Himmel, das ist der reinste Schrottplatz. Eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter... Sind das Bark? Moment. Nein. Mina! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Kollisionsladung! Am Eisberg vorbereiten! Geht nicht! So, nicht, dass ihr euch wundert. Ich schalte, wenn ich sehen kann, dass es
Ja, so viel dazu. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich sehen kann, dass es eine Kamera oder eine Videosequenz gibt, dann versuche ich, die Kamera auszuschalten. Entschuldigt, ich musste gerade ganz kurz mal Pause machen. Da ist jetzt so viel passiert. Wahnsinn. Für euch, wenn ich erkenne, dass eine Videosequenz kommt oder wir gerade mittendrin sind und ich das erst dann realisiere, versuche ich die Kamera auszuschalten. Warum? Ich habe mir angewöhnt, im Dead Space 2 Let's Play, dass ich immer verschiedene Videosequenzen, wo ich sage, boah, geil, dass wir die nehmen und die quasi an den Anfang der Folge setzen, das Logo einblenden und dann eben halt ins Let's Play rübergehen. Deswegen habe ich gerade die Kamera ausgeschaltet und werde das auch für die Dauer des Let's Plays immer tun. Zum einen werdet ihr dann nicht durch meine Fratze abgelenkt, und zum anderen kann ich dann quasi aus der Aufnahme direkt die Aufnahmen durchführen. Weil hier habe ich nämlich ein riesiges Problem, das ging in Dead Space 2 wesentlich einfacher. In Dead Space 2 habe ich mir einfach einen zusätzlichen Speicherpunkt erstellt und konnte dann halt nochmal laden. Ne? Hier geht das aber nicht. Wir haben ja eine automatische Speicherung und ich kann nicht einfach so die Speicherstände durchswitchen. Genau, damit ihr Bescheid wisst. So, dann gehen wir jetzt wieder rein. Jetzt. Ich werde versuchen, ihn von hier aus loszulösen. So, wir können hier verschiedenste Dinge tun. Was sollen wir tun? Das ist eine gute Frage, ne? Ich versuche gerade zu... okay, alles klar. Halten Sie durch!
Es ist mega Wahnsinn. Wir sind schon in der 31. Minute, aber ich will jetzt hier auch nicht aufhören, bis wir nicht irgendwo wenigstens sicher uns mal zwischenstellen können. In jedem Fall schon wieder mega geniale Action. Da ist eine Batterie oder irgendwas. Die werden wir wahrscheinlich da reinsetzen müssen, vermute ich mal. Ah ne, das ist Sauerstoff. Okay, cool. Davon haben wir aber jetzt aktuell noch genug. So, und hier geht's dann rein. Ja. Explosive Dekompression. Okay, wir sollen die Frachtluke öffnen für die Crew. Das werden wir natürlich gleich tun. Was war das? Schwerer Standardrahmen. Ah, wir können Waffenteile einsammeln. Wie geil ist das denn? Warum konnten wir die jetzt hier wegnehmen? Das werden wir gleich sehen. Aha, okay, damit haben wir die Frachtluke aufgemacht. Das Atmen fällt immer schwerer. Wie lange noch? Wir arbeiten so schnell wir können. Mark ist schon ganz blass. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Scheiße, Isaac. Kommen Sie zur Tür, ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen. So, kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir. Ellies SOS kommt von weiter drin im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Senden Sie mir die Koordinaten, ich sehe nach. Ein Tesla-Kern. Und entfernen Sie sich nicht zu weit, das ist ein Befehl. Okay, wir sind jetzt hier eingetroffen. Ich will natürlich erstmal nochmal kurz zurückgehen und schauen, was wir noch finden können. Hier können wir irgendwas aufmachen. Da geht's lang. Da geht's hoch. Da werden wir gleich nochmal nachgucken dann. Okay, hier ist soweit alles safe. Gut, alles fein. Schön. Ja, wir überziehen definitiv, aber es geht jetzt nicht anders. Ich warte natürlich jetzt auf den nächsten automatischen Speicherfortschritt. So, dann klettern wir einfach mal hier einmal hoch. Ein bisschen Zeugs gefunden. Kommen wir hier wieder durch? Ja, kommen wir. Ich will natürlich mich jetzt hier nochmal kurz umgucken. Also ich meine, ne, hier könnten vielleicht noch irgendwelche Dinge liegen, die man noch einsammeln kann, wie zum Beispiel Muni. Das können wir nicht aufmachen, okay. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum wir hier in dem einen Raum da gerade so eine Kisten gefunden haben. Die wir quasi hochheben können. Ja, das muss ja irgendeinen Grund haben. Aufgehen tun sie nicht. Hm. Na gut, das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Dann Feuer frei. So, und dann sollen wir hier rechts jetzt lang. Was meint ihr? Finden wir Ellie? Würde mich wirklich mal interessieren.
Okay, Fortschritt wird gespeichert. Gut, ihr Lieben, damit würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss für die Folge. Wir haben unglaublich geile Action gehabt. Ich freue mich echt schon auf die Beschneidarbeiten und auf das Intro. Ich muss mal gucken, ich weiß noch gar nicht, welches ich genau jetzt nehme, welche Szene. Schauen wir mal. Ganz lieben Dank fürs Einschalten, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst Liebe da. Gerne in Form eines Abos, eines Kommentars, eines Likes, whatever, tobt euch aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüsschen.